Hey ho, meine Lieben, heute habe ich mal was mitgebracht und zwar vom Aldi. Und zwar eine Maispolade. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, mich hat ein Zuschauer angeschrieben und hat gefragt, ob der Unterschied zwischen diesen Maishähnchen vom Aldi und den Kikok-Hähnchen, wo ich zuletzt verwendet habe, gewaltig ist, ob überhaupt ein Unterschied besteht. Und ja, ich musste sagen, keine Ahnung, ich habe noch keins probiert. Habe ihn aber versprochen, wenn es wieder welche gibt, dann mache ich das. Er hat mich angeschrieben, bei Aldi Nord wird es welche geben. Dann habe ich in die Werbung geguckt und hier bei uns beim Aldi Süd hat es auch welche gegeben. Seins allerdings ist ein französisches, ich habe ein österreichisches. Tja, ist so. Unterschied zwischen Aldi Süd und Aldi Nord. Wir machen daraus ein Platthuhn oder auch Roadkill Chicken. Gehen wir rüber, tun wir das Ding plätten. So Freunde, der nächste gewaltige Unterschied, ich habe es gerade gewaschen noch, ist zu meinen Kikok-Hähnchen. Dieses hier ist nicht so gelb. Es steht zwar auf der Verpackung drauf, goldgelb, aber naja, ziemlich blass ist es. Ja, ist halt auch nur zu 50% oder was ich gelesen habe, mit Mais gefüttert worden. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal dem Viech das Rückgrat rausreißen. Schauen wir mal, ob ich das auch schaffe. Weg ist es. Und Schatz, so schön war das jetzt mit der Geflügelschere auch nicht. Echt? Gut, dann werde ich das Hähnchen fertig aufbrechen, innen noch ein bisschen sauber machen und austupfen und dann werden wir es erst einmal plätten. Und dann wieder umdrehen und gib ihm. Aber fettes Huhn ist es schon. Das muss man schon sagen. Okay. Soweit, so gut. Mit was würzen wir's? Saskia, komm mal hier rum. Halt mal die Mischung in die Cam mit dem Goldbräuler vom Klaus. Warum? Naja, ich fand jetzt einfach, der Name passt recht gut dazu, weil das Hähnchen ja eigentlich schön goldig sein sollte. Du kannst aufmachen und mir würzen. Geh wieder auf die andere Seite. Bestreuen wir es erstmal von innen ein bisschen und die Schenkel unten. Bisschen drehen, kleiner machen. Ja, und dann streuen wir es drüber. Nicht so zaghaft. Hau doch drauf. Innen rein kommt, zack, 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 zack. Hau drauf. Das Hähnchen braucht Geschmack. Flügel. Die wird sich mein Schatz wieder schnappen dann. Oder Schatz? Du wirst wieder die Flügel essen. Hier kommt überall drauf. Nein, Platthuhn, Roadkill Chicken. Und jetzt hau ordentlich drauf. Okay, das muss jetzt reichen. Und so
legen wir unser Viecherl jetzt nachher auf den Grill. Wir sehen uns draußen wieder. So Freunde, Schale mit Wasser, gebrauchte Kohlen, McBriquette-Kohlen oben drauf, auf der Seite angezündet und ein bisschen was von diesen Mesquite-Chips. Also von diesen Räucherchips habe ich noch ein paar mit untergemischt, dass es ganz leicht nur geräuchert ist. Heute ist es Gott sei Dank nicht mehr so arschkalt wie die letzten Tage. Und ja, jetzt lassen wir den Griller mal ein bisschen auf Temperatur kommen und dann legen wir unser Hähnchen da drauf. Wir sind jetzt auf 90 Grad und dann werden wir die Sau, das Huhn, auf den Grill wuchten. Tendenz der Temperatur steigend, ist ja ganz klar. Dann schmeißen wir das hier jetzt einfach drauf. Nachher werden wir es mal um die eigene Achse bloß drehen. Und eventuell werde ich das dann noch später mit Barbecue-Soße bepinseln, aber tja, das weiß ich noch nicht. Man könnte jetzt so die Flügel noch raushängen lassen. Aber ich glaube, so ist es auch in Ordnung. Und so lassen wir das Hähnchen jetzt da drauf ruhen, grillen. Zeit, exakte Zeit, sage ich da eh nicht dazu. Bloß nachher dann die ungefähre, weil ich lasse das Hähnchen jetzt so und so lang drauf. Ihr wollt es nachmachen, vertraut meinen Zeitangaben. Dann habt ihr vielleicht ein kleineres Hähnchen und habt danach noch einen Kohlebrocken. Also deswegen immer nachgucken, selber kontrollieren. Okay Leute, das bleibt hier jetzt erstmal drauf und wir schauen nachher einfach mal zwischendrin, wie es aussieht. Die Grilltemperatur ist mittlerweile auf knapp 150 Grad und wir drehen das Hähnchen jetzt einfach mal um. Ja, viel hat sich noch nicht getan. Und es kann durchaus sein, dass ich nachher noch Kohlen anheize und über die Klappen links und rechts noch Kohlen dazu schmeiß. Ja, so wächst auf Knuspern und so. Aber jetzt erst einmal ganz sachte grillen. So Freunde, ich habe jetzt noch mal ein paar Kohlen links und rechts dazugegeben. Einfach, dass wir jetzt noch ein bisschen von der Temperatur hochfahren. Wie lange das Ganze jetzt insgesamt drauf war, ich kann es euch wirklich nicht sagen. Bust hat jetzt eine Kerntemperatur von 71 Grad, 72. Ja, ich würde mal sagen, Kohlen sind drin. Der Grill heizt noch ein bisschen auf. Dann können wir das Ganze noch mit ein bisschen Barbecue-Soße glazen. Ich nehme wieder die Original vom Hauptstadtgriller. Warum? Weil sie mir schmeckt. Ganz einfach. So. Das sollte schon fürs ganze Hähnchen ausreichen. Am Spieß wäre ich definitiv wesentlich schneller gewesen. Aber ich wollte ja ein geplättetes Huhn haben. Mal schauen, wie das meinen Darm da drin heute, oder wie das bei meinen Darm da drin heute ankommt, wenn wir das Ganze bloß auf den Teller legen und sich jeder dann die Stücke wegrupft, die er will. Das ist nämlich mein Plan. Gut, so lassen wir es jetzt noch bis zur endgültigen Kerntemperatur. Was machen wir da? Irgendwas zwischen 85, 90 Grad, 92 Grad. Naja, wir werden sehen. So sieht's gut aus. Einmal gegläst, mehr nicht. Fertig grillen. So Leute, so sieht's mittlerweile aus. Ich habe Kerntemperatur nochmal gemessen gehabt, liegt zwischen 75 und 78 Grad. Auf 85 Grad wollen wir. Dann sehen wir uns nachher drinnen, weil ich dabei die Cam reinbringe. Und drinnen zeige ich euch dann das Hähnchen nochmal. Okay Leute, und natürlich das Zubehör, was es dazu gibt.
Ganz einfach. Okay, bis nachher. Unsere Beilage soll ein Jovic-Reis werden, aber nicht komplett selber gemacht. Ich war ja heute wieder beim Einkaufen und in dem Regal, wo ich auch die Lecture damals gefunden habe, habe ich das Jovic gefunden. Und ich habe einfach zu meinem Schatz gesagt, koch einen Reis, dann mischen wir da was drunter und dann probieren wir das Ganze einmal. Wenn es was taugt, okay, wenn nicht, naja, dann eben nicht. Wie gesagt, Reis mit dem Jovic. Sehen wir schon, ob es schmeckt. So, Freunde, da liegt das Hähnchen. Ich werde das jetzt probieren, mir zu Gemüte führen. Und ich kann euch eins sagen, der Reis hier, wie viel Reis war das in etwa? 1,5 Tassen Reis. 1,5 Tassen Reis und die Dose mit den Jovic. Saumäßig lecker. Und hier von dem Hähnchen kann sich jetzt jeder wegzupfen, was er möchte. Ja. Ich werde das jetzt mit meinen Mädels hier verspeisen und dann gibt es noch ein Fazit dazu. Leute, ich kann euch sagen, ich bin sowas von satt und voll gefuttert. Es war so lecker. Das Hähnchen, dass wir gleich einmal zu dem Vergleich zum Kikok kommen, dass ich das nicht vergesse, ist kein Vergleich zum Kikok. Also das Kikok, wesentlich gelbere Färbung und auch einen richtig intensiven Maisgeschmack, den habe ich hier vermisst. Es war ein leichter Maisgeschmack dabei, aber doch, dieses Hähnchen war überraschend verdammt lecker. Der Reis mit dieser Dose Jovic drin. Ey Leute, das werde ich öfters machen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal ein Jovic selber, aber bis dahin werde ich Konsument von diesen Dosen werden. Definitiv. Der Gurkensalat, was mein Schatz dazu gemacht hat, war natürlich auch lecker, um den nicht zu vergessen. Ja, Saskia, was sagst du dazu? Die futtert ja immer noch. Das war mega lecker. Mega lecker? Schatzi, was sagst du dazu? Genial. Wunderbar. Dann passt es soweit. Und ich würde sagen, wenn Patricia von der Spätschicht kommt, kriegt sie auch noch was ab. Okay, Leute. Aber halt leider nicht mehr im Video. Weil dann ist es eh schon zu spät und alles hängt auf der Festplatte. Leute, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ein Abo würde mich auch freuen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.